mein Gott, was sollen die denn hier? Hey, hey, Mädelspolter haben für Männer keinen Zutritt! Ach was, die Jungs können ruhig da bleiben. Was, Mädels? Ich bin dir sogar dankbar. Mein Gott, das war mal so eine beschauliche kleine Insel. Tut es dir leid, dass du so lange nicht mehr hier warst? Nein, nein, nein. Mir tut es leid, dass ich nicht wusste, was ich hier verpasst habe. Wieso, was meinst du? Das alles hier. Die Taverne. Ich hatte mir fest vorgenommen, eines Tages wiederzukommen und sie zu bauen, aber sie ist mir zuvor gekommen. Dann bedeuten liebe Häuser mehr als Menschen. Was? Erzähl mir was über meine Mutter. Deine Mutter? Unwiderstehlich und unvergleichbar. Wir haben geredet und wir haben gestritten. Und wir haben gewonnen. Weißt du, ich hab's nämlich damals auf die Insel gebracht. Dabei hast du es aber nicht verlassen. Was hat sie dir erzählt? Nichts. Sie hat nie von dir geredet. Aber du hast doch gesagt, dass sie immer so von ihren alten Freunden schwärmt. Sophie, was wird hier eigentlich gespielt? Warum bin ich wirklich hier? Erwachsene Tochter, wer hätte das gedacht? Hast du eigentlich Kinder, Harry? Nein, diese Errungenschaft kann ich leider nicht vorweisen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Oh, meine bessere Hälfte würde da nicht mitspielen. Ach, ihr wollt gar keine Kinder? Nein, darum geht es nicht. Also ehrlich gesagt, eine Tochter hätte ich schon ganz gerne gehabt. Ich hätte sie nach Strich und Faden verwöhnt. Die Glückliche. Ach, ist dein Vater eigentlich auch hier? Ich weiß nicht. Wie bitte? Ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Darf ich mal neugierig sein? Als Schreiberling gehört das sozusagen zum Handwerk. Klar. Wie ist deine Mutter zu der Taverne gekommen? Als ich sie kennenlernte, sang sie in einem Nachtclub auf dem Festland. Sie hat ein bisschen Geld geerbt. Als ich klein war, da haben wir bei einer alten Frau gewohnt. Mutti hat sich ganz oft um sie gekümmert. Sophia hieß sie. Was? Meine Großtante Sophia? Ja, das muss sie gewesen sein. Aber soviel ich weiß, ist ihr Geld in der Familie geblieben. Moment mal. Wie alt bist du? 20.